100 Jahre intensiver Forschung haben die jahrtausendealte, oft geleugnete und doch unvergessene Tatsache des Fortlebens allen Lebens für alle diejenigen bestätigt, die sich den zahlreichen, nüchtern und kritisch arbeitenden Beweisen ohne Voreingenommenheit näherten. Ich gehöre zu denen, die zur wissenschaftlichen Klärung dieser Frage beigetragen haben. Ich habe mit Toten gesprochen. Sie haben der Welt durch mich vom Leben nach dem Tode berichtet. Ich wurde 1896 in dem kleinen Dorf Titusville in Florida geboren. Mein Vater, ein Schiffskapitän, war ein überzeugter Anhänger seiner Episkopalkirche, wenn er auch nie zum Gottesdienst ging. Umso eifriger nahm meine Mutter, die strenggläubige Baptistin war, am kirchlichen Leben ihrer Glaubensgemeinschaft teil. Seit wir in Fort Pierce am Atlantik wohnten, arbeitete ich aktiv in der Baptistengemeinde mit. Bei den Zusammenkünften der jungen Leute spielte ich Klavier. Fromme Lieder singen war das Wichtigste bei solchen Treffen. Nach außen hin war ich meiner Kirche so verbunden, dass allgemein angenommen wurde, ich würde später einmal geistlicher werden. Ein baptistischer natürlich. Mit der Zeit entwickelte ich jedoch selbstständige theologische Gedanken, die dann für mein ganzes Leben bestimmend werden sollten. Ich lernte einige Unitarier kennen, war bei den Gottesdiensten dabei und ihre Lehre beeindruckte mich tief, da sie dem Gläubigen viel größere intellektuelle Freiheit bot als das recht philisterhafte Baptistentum, wie es damals in Fort Pierce in Erscheinung trat. Als 16-Jähriger stellte ich unseren Kirchenoberen so viele peinliche Fragen, dass sie es für geboten hielten, mich wegen meiner Verdorbenheit aus ihrem Kreis auszuschließen. Aber auch die Unitarier konnten mich auf die Dauer nicht fesseln. Ich wusste wohl selbst nicht ganz genau, was ich suchte. Dabei hatte ich es unversehens schon gefunden. Bereits als kleiner Junge las, oder besser gesagt empfing ich manchmal Gedanken anderer Menschen. Freilich wusste ich nicht, dass das etwas Außergewöhnliches war. Wahrscheinlich meinte ich, alle könnten es. Erst als ich zum Militär kam, entdeckte ich, dass ich in dieser Beziehung meinen Kameraden und Vorgesetzten etwas voraus hatte. 1917 wurde ich einberufen und diente im Camp Grant. Im nächsten Jahr breitete sich die große Grippeepidemie im Lande aus. Und besonders viele Rekruten meiner Einheit, wurden davon betroffen. Jeden Tag starben mehrere an Influenza. Eines Nachts träumte ich, dass mir ein Blatt Papier übergeben werde, auf dem in großen, deutlich lesbaren Buchstaben die Namen der Soldaten geschrieben waren, die in dieser Nacht sterben würden. Nach dem Wecken erzählte ich den schrecklichen Traum meinen Stubengenossen. Und ein paar Stunden später las ich den schwarz umrandeten Aushang. Die Liste der Verstorbenen stimmte genau mit den Namen überein, die ich im Traum erfahren hatte. Das ging noch ein paar Tage so weiter. Nachts träumte ich die Namen und morgens wurden sie bekannt gegeben. Bald begannen meine Kameraden, sich von mir wie von einem Todesboten fernzuhalten, und als ich das merkte, sprach ich nicht mehr über meine Träume. Doch das Erlebnis wühlte mich tief auf. Ich konnte es nicht mehr vergessen, und ich hatte weiterhin Träume, die sich als hellseherisch oder präkognitiv erwiesen. Der Verzweiflung nahe suchte ich unseren protestantischen Regimentspfarrer auf und erzählte ihm, was mit mir los war. Er hörte mich ruhig an und gab mir den Rat, Gott zu bitten, diese dummen Träume von mir zu nehmen. Ich war enttäuscht. Der Rat erschien mir allzu billig. Aber hatte ich etwas anderes erwarten können?
Für einen ordentlichen Geistlichen gab es für solche Vorkommnisse nur zwei mögliche Erklärungen. Entweder sündhaft bigotte Schwärmerei oder die ersten Anzeichen einer Geisteskrankheit. Ich schrieb meiner Mutter, sie möge mir mitteilen, ob ihr in unserer Familie und weiteren Verwandtschaft Fälle von Geisteskrankheit oder andere auffällige Leiden bekannt seien. Natürlich gab ich keinen Grund dafür an, warum mich diese Frage interessierte. Und meine Mutter antwortete denn auch arglos, ich könne überzeugt sein, aus einer gesunden und ehrenhaften Familie zu stammen, sofern man von Tante Mary in Jacksonville absehe. Die sei nicht so ganz richtig, aber freundlich und harmlos. Und darum habe man sie auch nicht in eine Anstalt gebracht. Ich hatte mir schon immer gedacht, dass es mit dieser Tante eine besondere Bewandtnis haben musste, denn sie wurde bei uns zu Hause nie erwähnt. Nur durch Zufall hatte ich überhaupt von ihrer Existenz erfahren. Erst sehr viele Jahre später entnahm ich den Erzählungen von Leuten, die sie sehr gut gekannt hatten, dass sie medial begabt gewesen sein muss.